Ich bin Center Manager vom Forum Duisburg und von der Königsgalerie Duisburg. Wir sind der Centerbetreiber von beiden Objekten, beziehungsweise auch die Eigentümer der Immobilien. Und wir sehen einfach hier die Gefahr, dass diese positive Entwicklung, die sich jetzt mit dem Forum seit 2008 in unseren Reihen ergeben hat, einfach gefährdet ist. Ich bin zweite Generation eines altansässigen Elektronikhandel in der Duisburger Innenstadt, Altstadt. Meine Motivation ist halt einfach die positiven Aspekte, die durch das Forum, Königsgalerie gekommen sind, zu erhalten, weiter auszubauen, um halt auch gerade im unteren Teil der Innenstadt weitere Impulse zu setzen, die momentan definitiv mit solchen Planungen wie ein FOC konterkariert werden. Wir erinnern uns nur an die Löcher, die wir einmal vom Rathaus haben oder unser altes Loch seit 2010, wo auch Handel angesiedelt werden soll, was natürlich alles völlig in der Luft hängt oder wahlweise auch gar nicht in Planung mehr ist. Wir haben ja bis auf diese kurze Phase des Forumsbaus hatten wir eigentlich immer eine großflächige Einzelhandelsplanung in dieser Stadt gehabt, die aus meiner Erfahrung heraus, also ist das jetzt nicht irgendwelche Gutachten, wirklich eine Entwicklung in der Innenstadt konterkariert. Das ist auch der Grund, warum ich mich jetzt hier dafür entschieden habe, dieses Bürgerbegehren zu unterstützen, weil ich glaube, dass wir sowas etwas nicht kurzfristig, wie es passiert ist aus meiner Sicht, im Rat entscheiden können, sondern das ist eine Frage, die dem Bürger gestellt werden muss. Das ist zu entscheiden, das Risiko ist zu hoch und ich bin der Meinung, dass wir wirklich alle entscheiden müssen, wie wir mit dieser Stadt in Zukunft umgehen und zwar auch aus einem ganz wichtigen Grund. Ich sehe eine Stadt nicht nur als Einzelhandelsfläche, sondern als Kulturfläche, als lebendige Fläche. Und wir sitzen hier ganz bewusst im Kantpark, direkt neben dem Limburg-Museum. Und auf all das stellen wir in Frage, wenn wir diese Verlagerung schaffen. Und da bin ich als Duisburger Bürger in erster Linie jetzt mal nicht als Unternehmer strikt gegen. Die Stadt insgesamt gehört nicht einer Partei, einer Fraktion, der Verwaltung, auch nicht einem Investor, sondern gehört allen Bürgern dieser Stadt und die müssen an dieser Entscheidung beteiligt werden. Und aus diesem Grunde sind wir heute hier.